liebe Kolleginnen und Kollegen, die Onychomykose ist nach wie vor eine schwierige Krankheit. In Diagnostik und Therapie, da kann jeder von uns zeigen, was er kann. Eine ganz besondere Herausforderung ist das sogenannte Dermatophytom. Das ist ein Begriff vom berühmten Pathologen Rudolf Virchow, von dem bereits die Begriffe Onychogrypose und Onychomykose stammen. Das Dermatophytom ist eine linsengroße Masse im Nagel, umgeben von einer dicken Epidermiskapsel, die eine Unmasse an Pilzsporen umschließt. Und diese Pilzsporen sind die diagnostische und therapeutische Herausforderung. Der häufigste Erreger der Onychomykose ist Trichophyton rubrum. Grundsätzlich wächst der Erreger aus dem Nagel schwer an. Etwa 50% aller klinisch relativ sicheren Onychomykosen lassen sich kulturell nicht nachweisen. Das hat kürzlich mein Enkel hier in diesem Labor in seinem Betriebspraktikum gnadenlos aufgedeckt. Obwohl wir Ärzte jede Probe bei uns selber abnehmen, hatten wir einen Totalausfall von 50%. Ein Grund für die vielen falsch negativen kulturellen Befunde ist, dass die Patienten vorbehandelt sind. Oft sagen sie ja nicht die Wahrheit, man kann es aber sehr schön auf den Petrischalen erkennen, anhand des Austrittes von Medikamenten in das Medium. Dieses Minus gleicht die moderne Gendiagnostik aus. Sie ist imstande, den Erreger auch unter einer Therapie nachzuweisen. Sie ist in der Lage, die DNA der Sporen nachzuweisen und etwas ganz Besonderes, sie ist heute aufgrund ihrer großen Empfindlichkeit in der Lage, das Ende einer Nagelpilztherapie mikrobiologisch zu definieren. Ein großer Vorteil der Gendiagnostik ist auch der, dass man Mischinfektionen nachweisen kann und das sind wir schon bei unserem Patienten. Es handelt sich um ein Dermatophytom, wo wir Trichophyton interdigitale und Trichophyton rubrum zusammen nachweisen können, was phänotypisch in der Kultur schwierig ist. Die PCR-Bilder waren aber eindeutig. Die Behandlung des Dermatophytoms ist klar. Man knackt mit Hilfe von Harnstoff die dicke Epidermiskapsel und behandelt dann mit einem sporoziden Lack weiter, plus, wenn es notwendig ist, mit Hilfe einer zusätzlichen sanften inneren systemischen Therapie. Bei unserem Patienten ist zuerst im Verlauf der Therapie der Trichophyton interdigitale verschwunden, danach der Trichophyton rubrum und nach etwa 9 Monaten war die mikrobiologische Diagnostik negativ, sodass wir die Therapie an dem Punkt auch beenden konnten. Ein letztes großes Problem der Onychomykose ist ja ihre hohe Rezidivrate. Und ich bin beeindruckt davon, dass wir heute mit der PCR ein Instrument haben, was exakt das Ende einer Therapie definieren kann. Die Rezidivrate wird dadurch drastisch sinken. Was für ein Fortschritt!